Und um die Gas- und Energiekrise ging es auch gestern beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem halben Kabinett in Spanien. Die ersten deutsch-spanischen Regierungskonsultationen seit 9 Jahren mit einer wichtigen Einigung am Ende. Eine Gaspipeline über die Pyrenäen soll her, um die iberische Halbinsel besser ans europäische Energienetz anzubinden, und zwar schon bald. Auszüge aus der Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz und dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez. Wie Sie wissen, prüfen wir zurzeit ein 8. Sanktionspaket gegen Russland, das die Kommission letzte Woche vorgelegt hat. Die Lage in der Ukraine beeinträchtigt, wie ich bereits sagte, das Wohlergehen und die Lebensqualität unserer Bürger. Und deshalb haben der Bundeskanzler und ich sowie unsere Energieminister die Energiefrage eingehend erörtert. Wir haben sehr eingehend darüber gesprochen, denn das ist, was uns wirklich besorgt. Wir müssen entschlossen voranschreiten, um die Abhängigkeit von russischen Kohlenwasserstoffvorräten zu verringern. Wir müssen weitere Fortschritte bei der Dekarbonisierung und dem Übergang zu grünen Energien erreichen. Dafür stehen auch beide Regierungen ein und darüber hinaus. Und das ist etwas, was die spanische Regierung seit längerem auch propagiert, auch vor der Invasion der Ukraine durch Putin, nämlich eine Reform des Strommarktes in Europa mit dem Ziel, günstige Preise und bezahlbare Preise für unsere Verbraucher zu erzielen. Spanien hat nur eine geringe Abhängigkeit vom russischen Gas. Aber in dieser Situation müssen wir alle zusammen solidarisch sein. Wir sind in Spanien überzeugte Europäer. Und für uns ist Europa vor allem eine Wertegemeinschaft. Heute eine Wertegemeinschaft, die heute an vielen Fronten in Frage gestellt wird. Und nicht einmal in den schwierigsten und kompliziertesten Momenten der jüngeren Geschichte, europäischen Geschichte, ist Spaniens festes Bekenntnis zur Europäischen Union ins Wanken geraten. Und jetzt, wo es am nötigsten ist, ist Spanien mehr denn je bereit zu helfen, und zwar allen Ländern und Europa. Wie Sie wissen, verhindert leider die fehlende Infrastrukturanbindung in Europa, dass das Potenzial, das wir haben, das wir in der Iberischen Halbinsel haben, in Sachen Strom, in Gas, aber auch in Sachen der nahenden Zukunft des grünen Wasserstoffes, dass diese voll ausgeschöpft werden. Wir haben uns mit der Notwendigkeit befasst, diese Verbindungen auszubauen und einen wirklichen europäischen Binnenmarkt für die Energie zu schaffen. Das ist die einzige Art und Weise, dies zu erzielen, und das ist etwas, was beide befürworten. Wir haben auch uns mit der Notwendigkeit befasst, die Debatte über die Steuerregeln weiterzuführen, auch in der Erwartung, dass die Kommission in den kommenden Wochen ihren Vorschlag vorlegen wird. Wie Sie wissen, hat Spanien ein No-Paper mit den Niederlanden abgeschlossen, um klarere und geeintere und durchgehendere Steuerregeln durchzuführen. Wir haben in dieser Hinsicht auch einen Willen, diese Debatte und andere Debatten fernab einer Blockdynamik anzugehen. Wir haben das ja auch in der Vergangenheit wie bei der Finanzkrise durchgeführt. Und in dieser Hinsicht bin ich überzeugt, dass in europäischen Angelegenheiten Spanien und Deutschland Hand in Hand gehen, ein großes Potenzial besteht, wo wir wirklich Vereinbarungen erzielen können und die europäische Integration vorantreiben können. Wir haben auch über Sicherheits- und Verteidigungsfragen gesprochen. Wie Sie wissen, arbeiten Spanien und Deutschland eng auf bilateraler Ebene zusammen, auch in der NATO und natürlich auch, was den strategischen Kompass in Europa anbelangt. Wir haben eine gemeinsame Vision, diese komplementäre Zusammenarbeit weiterzuführen mit der NATO. Und natürlich möchte ich abschließend noch darauf hinweisen, dass wir grünes Licht gegeben haben für einen ehrgeizigen deutsch-spanischen Aktionsplan gegeben haben, der die bilateralen Beziehungen durch zahlreiche Initiativen in verschiedenen Bereichen strukturiert, erneuert, unter der Beteiligung aller Ministerien ausgearbeitet. Dieser Plan ist wirklich von vielen Ministerien ausgearbeitet worden, deswegen gehört er beiden Regierungen. Wir haben hier einen sehr praxisorientierten Plan, der konkrete Maßnahmen umfasst und der gemeinsam entwickelt werden soll. Ich möchte besonders hervorheben, dass dieser Plan als Beispiel auch gelten kann für etwas, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Und das sind die Dokumente, die wir heute unterschrieben haben,
Und die Vizepräsidentin, die zweite Vizepräsidentin der Regierung, was Arbeit und Soziales angeht, aber auch was der Minister für Hochschulwesen unterschrieben hat im Bereich der dualen Ausbildung und auch im Bereich der universitären Bildung, wo wir auch sehr genau die deutsche Erfahrung beobachten und auch das lebenslange Lernen. Das sind Themen, die von maximalem Wert und Relevanz sind für beide Regierungen und sind auch von maximalem Wert und Relevanz für beide Länder, die Ausbildung, die Weiterbildung angesichts der Herausforderungen der Digitalisierung, der europäischen Transformation auch. Das ist etwas, was für beide Länder sehr, sehr wichtig ist. Spanien ist einer unserer engsten Partner in der Europäischen Union und ein sehr verlässlicher NATO-Alliierter. Auf viele der vor uns liegenden Herausforderungen in Europa und der Welt blicken wir auf einem sehr ähnlichen Blickwinkel. Gemeinsam wollen wir die Europäische Union fortentwickeln, ihre Entscheidungsprozesse effektiver gestalten und sie zu einem geopolitischen Akteur in der Welt machen. Ich bin froh, Pedro, dass wir hier Seite an Seite, Hand in Hand arbeiten. Der russische Überfall auf die Ukraine ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Russland hat die regelbasierte internationale Ordnung und die europäische Sicherheitsordnung zutiefst erschüttert. Wir sind uns einig, die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine ist unantastbar. Die Annexion von Teilen des ukrainischen Staatsgebietes ist völkerrechtswidrig und ohne jeden Wert. Für uns ist sie null und nichtig. Gemeinsam mit unseren Partnern werden Deutschland und Spanien die Ukraine weiterhin dabei unterstützen, sich gegen Putins brutalen Krieg zur Wehr zu setzen, diplomatisch, finanziell und auch weiterhin durch die Lieferung von Waffen. Die Felder unserer gemeinsamen Kooperation reichen von der Außenpolitik über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Wirtschafts- und Energiekooperation sowie die Forschungs- und Bildungszusammenarbeit. Es freut mich, dass wir heute hier zwei Vereinbarungen unterzeichnen konnten, aber auch, dass wir insgesamt sehr umfassend ein Programm aufgestellt haben für unsere weitere Zusammenarbeit. Und es gibt großes Potenzial unserer Zusammenarbeit, um sie noch weiter zu vertiefen. Das haben wir heute sehr intensiv und ausführlich besprochen. Großes Potenzial hat zum Beispiel die Zusammenarbeit in Energiefragen. Insbesondere in den Bereichen der erneuerbaren Energien und Wasserstoff sehen wir viele Möglichkeiten der Kooperation zwischen Deutschland und Spanien, durch die wir die Dekarbonisierung unserer Wirtschaften beschleunigen und gleichzeitig Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit erhalten können. Zudem stellt mit Blick auf die Sicherung der Energieversorgung der Aufbau einer Pipeline-Infrastruktur ein zentrales Element dar. Durch MidCat könnten die Iberische Halbinsel und Mitteleuropa für den künftigen Transport von Wasserstoff verbunden werden. Und ich werbe ausdrücklich dafür, dass wir diese Verbindung schaffen. Es geht eben auch darum, nicht nur die Sicherheit schnell zu gewährleisten und langfristig sowieso, indem wir eng zusammenarbeiten, sondern auch dafür zu sorgen, dass die hohen Energiepreise, die jetzt und in den nächsten Jahren zu befürchten sind, eben nicht so hoch bleiben und dass sie wieder runtergehen. Deshalb werden wir eng zusammenarbeiten, bei dem Ziel, die Strompreise zu senken, bei dem Ziel, die Preise für Heizenergie, für Gas zu senken. Und das gilt insbesondere dafür, dass der weltweite Preis für Gas wieder sinken wird. Das werden wir nur in enger Kooperation in Europa schaffen, aber auch mit anderen Importeuren und sicherlich auch in enger Kooperation mit den neuen Importeuren von Gas aus aller Welt, die wir für unsere Volkswirtschaften benötigen. Und gleichzeitig ist das etwas, wo wir eng zusammenarbeiten müssen, um über das, was wir an Regeln in Europa haben, dafür zu sorgen, dass die Preise für Strom sinken werden und dafür zu sorgen, dass die Gaspreise auch nach unten gehen und wir in der Lage sind, unsere Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen, solange sie nicht genügend gesunken sind. Das ist das, was wir gemeinsam tun, was wir auch in der Zukunft miteinander vorantreiben werden. Aber dass wir bezahlbare Energie gewährleisten, das ist ein ganz, ganz wichtiges gemeinsames Anliegen unserer beider Regierungen.